5 Wochen Work and Travel. Was bietet sich da mehr an als eine Tour durch Schweden? Die erste Etappe ging bis nach Bordesholm. Wir fanden einen ruhigen Platz, der auch Gelegenheit bot für die Morgenrunde mit Abby. Nächster Stopp, Mogense auf Fünen. Nun, es war Pfingstwochenende. Und wer hätte damit rechnen können? Fünen war komplett vollgestellt. Zum Stehen kamen wir dann auf der Brachfläche kurz vor der Brücke nach Seeland. Und viel Platz, kostenlos. Fähr- und Entsorgung dabei, was will man mehr? Über Seeland ging es dann in einem Rutsch zum Söderösen Nationalpark. Es war übrigens immer noch Pfingsten und der Park rappelvoll. Man musste schon sehr weit reingehen, damit es ein bisschen ruhiger wurde. Im Nationalpark ging es dann weiter zum ersten Stellplatz in Schweden und zum ersten Klischee vom Bullabü. Das ist der pure Wahnsinn. Erster Stellplatz in Schweden. Hammerhart.
Nach einer Tour durch den Orsner Nationalpark mit sehr vielen Seen, aber auch mit sehr vielen Campingverbotenschildern, ging es weiter nach Ingolstadt. Weiter zum Skeeter Strand. Ein sehr schöner und weitläufiger Platz mit Blick direkt auf den See. Lediglich die steile Uferböschung hat uns davon abgehalten, das Boot aufzubauen. Die Naturdusche war ein besonderes Highlight. Was wir nicht benutzt haben, war die Wikinger-Seife. Wochen Remote Office. In der Sonne nicht immer leicht auszuhalten. Und nach getaner Arbeit ein Nickerchen. Auf dem Platz immer unterwegs, der Trupp von der Raseninstandhaltung. Die waren sogar so eifrig, dass sie nachts unterwegs waren.